So. Willkommen zurück zum nächsten Teil und zweiten Versuch für Valley King und Zom Fury. Ich habe es schön aufgenommen. Hab dann zwischendurch einen kleinen Break gemacht, nur um dann festzustellen, der hat die zweite Mal gar nicht aufgenommen. Die Sau. Ich war so froh, dass ich das geschafft hatte. Das ist nämlich bockschwer. Und so richtig Munition hat man hier nämlich auch nicht. Also weiß ich jetzt nicht, was ich hier machen muss. Talk shit, get shot. Oh yeah. So, mal ein kleiner Spoiler, man rechnet sich mal. Man rennt jetzt nicht mal hin und her. We're done when I say we're done. Es bringt nichts, die zu ignorieren. Man muss die trotzdem platt machen. Ja, wie ich vorhin schon sagte, man rennt hier zweimal hoch und runter oder dreimal sogar. Da bringt es halt überhaupt nichts, wenn man das ignoriert. Recruiting machine. I spray, you pray. Thank you.
say my name. So. Worthless consumer models. Ach so. Genau. So, sie irgendwo hochstellen. Da drauf drücken. Ja, das war ja mal völlig für den Arsch. Jetzt hätte ich jetzt jedes Mal. Ah, okay, ja. So schon mal nicht.
Sorry about the mess. Oh, das war gut. Das hat beim ersten Mal nämlich nicht so gut geklappt. Are you on your knees yet? Get fucked. Nice. Oh, yeah. I like the way you die. Scheiße. Danke. Da sind wir nämlich wieder hier oben. Wenn man ins Wasser fällt, verletzt man sich nämlich nicht. Auch wenn es so eine kleine Pfütze ist. Wir speichern. Where
does he get these wonderful toys? So, hat mich auch ein Weile gedauert am Anfang, bis ich kapiert habe, dass das ein Teleporter ist. So, jetzt habe ich die rote Karte. Oh Gott, wo ging denn die nochmal? Ja. So, jetzt habe ich die gelbe Karte. Ach so, hier. Jetzt kommt das Scheißteil. Jetzt wird's widerlich. So. Genau. Wir haben alle erwischt. Are you a real player? Ja, natürlich. So, jetzt startet er wieder irgendwie. Naja. Geht doch nicht. So.
War beim zweiten Mal irgendwie schneller durch. Und wir haben noch Zom Fury. Das ist auch recht kurz. Genau. Wir müssen da oben rein. Domo arigato, Mr. Roboto. Hier ist die blaue Karte drin, die wir gleich draußen brauchen, um überhaupt rauszukommen. Wir haben erstmal auch ein bisschen rumgesucht. Ja. Genau, da brauchst du nämlich hier die blaue Karte, sonst geht's mir nicht weiter, weil die Türen sind zu. Da dachte ich mir so, hä? Kriegt man denn hier früh schon die blaue Karte her? Ja, Lüftungsschacht. Natürlich Lüftungsschacht. Aber das ist zum einen recht kurz hier und zum anderen angenehm einfach. Der ist ja nicht permanente Munitionsknappheit und so. Say my name. Boomstick. Miam, miam, miam. Ach so, stimmt doch. Brauchen wir die gelbe noch? Und ich sag noch so, wir haben keine Munitionsknappheit, ne? Warte mal, wir haben jetzt hier eine rote Karte. Uns fehlen die Knarren. Uns fehlen die Knarren. Munition haben wir, aber die Knarren fehlen uns. Rot war irgendwo außen hier. Da. Da waren noch keine Gegner drin. Das war sehr angenehm. Fire in the hole, assholes. So, jetzt haben wir die gelbe. Die gelbe war da unten. Nothing there.
you pray. So, genau. So, die Knarren dazu. So, wollte ich nicht gucken, bis hier noch was passiert ist. Und zwar gleich hier links. Die Wand ist weg. Und das war's. Und das ist jetzt schon wieder das eigentliche Spiel. Gut, diesmal haben wir es aber. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Jetzt hat die Aufnahme auch wirklich funktioniert. Die Playlist wird wachsen. Also ich habe das jetzt nicht über Steam Workshop direkt die Mips gefunden. Aus irgendwelchen Gründen gibt es das da nicht. Sondern auf externen Seiten. Also wenn man mal so ein bisschen die Suchmaschine seines Vertrauens da eingibt, Iron Fury Maps, dann landet man da auf zwei, drei Seiten mit ein paar Treffern. Und dann kann man sich die auch runterladen. Die muss man einfach nur entpacken und in das Stammverzeichnis von Iron Fury reinschmeißen. Also das wäre bei Steam, wenn man es über Steam gekauft hat, halt da, wo die Spiele liegen, dann Steam Library, dann der Ordner Common und da drin liegen die, Steam Apps. Genau, Steam Apps und dann Common, C-O-M-M-O-N und da drin gibt es die ganzen Spieleordner und dann haben wir eben den Ordner Iron Fury und da muss man es einfach nur reinschmeißen. Nicht in irgendeinen Ordner, nicht irgendwie umwandeln, irgendwas. Nö, einfach reinkopieren, fertig. Oder rein entpacken. Das war's und dann findet man das unter User-Content. Sehr angenehm eigentlich. Das heißt, wenn ich da noch welche finden werde in naher Zukunft, dann wird auch diese Playlist wachsen. So ähnlich wie bei SiriusSim. Da passiert das ja auch. Aber erstmal, jetzt habt ihr ja gesehen, haben wir alles durch, was ich bis jetzt gefunden habe. Und das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren und dann mal immer wieder zu gucken, weil kann nämlich durchaus sein, dass hier wieder Neues was dazukommt. Und das ist doch schön. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich in einem anderen Video auf diesem wunderschönen Kanal wieder, denn warum sollte man den Kanal wechseln? Gibt doch so viel tolles Zeug hier. Also, bis gleich!